Jensiane, Singapur. Per Rikscha durch Südostasien. Kurz nach der Abfahrt war ich Millionär geworden. Ich hatte 1,5 Millionen von der Bank abgeholt. Leider handelte es sich nur um laotische Kip, die einem Gegenwert von etwas mehr als 100 Euro entsprachen. Ein Bündel verwaschener Geldscheine hatte der Bankautomat in Jensian ausgespuckt. Sie sahen aus wie Monopoly-Scheine, fühlten sich so an und waren kaum mehr wert als diese. Büsche und vereinzelte Bäume flankierten den Weg. Palmen und Bananenstauden glitten an mir vorbei. Die Fauna und Flora des Landes ließ sich von der Hauptstraße 13 South nicht stören. Ich umrundete schlafende Hunde, schreckte Hühner und Ziegen auf, fuhr in respektvollem Abstand um mächtige Wasserbüffel herum. Kinder riefen mir ihr helles Sabaidi, guten Tag, entgegen. Männer winkten mir mit entrücktem Lächeln vom Straßenrand aus zu. Mehrmals tanzten junge Frauen links und rechts der Nationalstraße zu Gesängen, die mit Trommeln unterlegt waren. Seit ich in Laos unterwegs war, hatte ich keinen aggressiven Laut, nicht einmal eine mahnend erhobene Stimme wahrgenommen. Als sei das ganze Volk von den Räucherstäbchen besänftigt worden, die überall auf kleinen Schreinen vor sich hin glimmten, um die Geister gütig zu stimmen. Unterstützung konnte ich von den Laoten hingegen nicht erwarten. Jeder Tag hielt eine Reise ins Ungewisse bereit. Ich war umgeben von Menschen, doch kaum jemand sprach Englisch oder eine andere mir geläufige Fremdsprache. Ich wusste nicht, ob und wo ich essen konnte, wo ich mich gerade befand und wie lange es bis zur nächstgelegenen Unterkunft dauern würde. Am schlimmsten waren die Kreuzungen. Sie tauchten unvermittelt auf und waren in den seltensten Fällen mit Schildern versehen. Als ich zum Beispiel kurz vor dem Fischerdorf Pak Kading auf eine derartige Kreuzung stieß, zeigte ich nach rechts und fragte drei am Straßenrand kauende Marktfrauen, "Is this the way to Pak Kading?" Ich erntete eifriges Nicken und zuckersüßes Lächeln. Schon wollte ich dankbar nach rechts abbiegen, da beschloss ich, die erhaltene Auskunft zu verifizieren. Ich zeigte also unmissverständlich nach links und fragte noch einmal, "Is this the way to Pak Kading?" Eifriges Nicken und zuckersüßes Lächeln waren einmal mehr die Bestandteile der Reaktion und mir wurde schlagartig klar, dass mich keine der Anwesenden verstanden hatte. Die Unwilligkeit der Asiaten, ein Nein oder gar ein "das weiß ich nicht" auszusprechen, sollte mir im Verlauf meiner Reise mehrmals zu schaffen machen. Eine solche Antwort käme in den Augen meiner Gesprächspartner einer Beleidigung des Fragenden gleich, da jener den Rückschluss ziehen musste, dass seine Frage unangebracht gewesen war. Das jeweilige Ja konnte hingegen, je nach Betonung und Situation, mannigfaltige Bedeutungen annehmen. In Jensian hatte ich mich zum Beispiel am Silvesterabend dazu hinreißen lassen, einen Kellner zu fragen, ob ich eine auf der Menükarte vermerkte Mango-Creme haben könne. "Ja, natürlich", sagte der Kellner und drehte sich auf dem Absatz um. Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Als er nach gut 20 Minuten noch immer nicht zurückgekommen war, schwante mir, dass sein Ja in diesem Fall etwas bedeutet hatte wie: "Bedauerlicherweise ist uns die Mango-Creme ausgegangen." Um sie nicht zu brüskieren, bejahe ich ihre Frage trotzdem und ziehe mich daraufhin zurück, bis sie gegangen sind. Auf diese Weise behalten wir beide unser Gesicht. Die drei Straßenverkäuferinnen an der Kreuzung wollten mir mit ihrem Ja hingegen in etwa Folgendes sagen: "Wie nett, ein Tourist." Ich habe zwar keine Ahnung, was der junge Mann mit der langen Nase da eben gefragt hat. Da ich aber das englische Wort "yes" kenne, verwende ich es hier, um mir eine Freude zu machen. Viel Spaß dann noch in Laos. Nach der Begutachtung meines heutigen Domizils in Pak Kading, in dem ich auf den ersten Blick zwei Fledermäuse ausmachte, begab ich mich in das Städtchen und betrat auf gut Glück das erstbeste Straßenrestaurant. Dort traf ich endlich jemanden, der Englisch sprach. Ihr Name war Lang, vielleicht auch Lang oder Lang. Sie kauerte auf dem Lehmboden des Hauses
das wie immer alles in einem war. Restaurant, Verkaufsraum, Küche, Wohn- und Schlafzimmer. Aus den Augenwinkeln hatte ich gesehen, dass Lang in einem kleinen Heftchen las, in dem zweispaltig Worte untereinander geschrieben waren. Mein Verdacht, dass sich ihr Vokabelbüchlein im Verlauf des Abends als nützlich erweisen würde, sollte sich gleich von Beginn an bestätigen. Hello, I love you, what do you want? Flötete mir meine Gastgeberin entgegen und ihr Dauerlächeln steigerte sich zu einem breiten Grinsen. Ich zeigte in irgendwelche Töpfe, in denen Fleisch und Gemüse brutzelten. Maybe a little spicy, ließ Lang amüsiert vernehmen, als ich meinen Klebreis mit der rechten Hand zu einem Bällchen geformt, in grüne Chilisauce getaucht und kurz darauf hektisch Brot und Wasser verlangt hatte. Ich lächelte ihr gequält zu und machte mich über das Fleisch-Gemüse-Gemisch her, das vorzüglich schmeckte. Ich wunderte mich lediglich, warum alles so klein war. Eine Leber, die ich verspeiste, hatte zum Beispiel nur die Größe eines Fingernagels. Ich winkte lang zu mir und fragte sie hoffnungsvoll, Chicken? Red, sagte sie freundlich, und ich hoffte im ersten Moment inständig, dass sie in der Zeile ihres Vokabelbüchleins verrutscht war. Doch da hatte sie bereits einen Stock hervorgeholt, auf den eines dieser Tiere gespießt war. Ich hatte soeben Ratte mit Gemüse gegessen. Es hatte gut geschmeckt. Nachdem ich meinen Schreck mit einem Viertelliter Lao-Bier hinuntergespült hatte, fragte ich lang, ob sie wisse, wo Deutschland liege. Klar wisse sie das, gab sie erbost zurück. Deutschland liege after ocean. Hinter dem Meer also. Das war immerhin eine zutreffende Beschreibung. Bevor ich zurück in mein Zimmer mit den Fledermäusen ging, drehte ich mich nochmals um und fragte, ob hier jemals zuvor ein Tourist gegessen habe. Lang zog kurz die Stirn in Falten, als blättere sie in Gedanken sämtliche Erinnerungen zurück, die sich im Verlauf ihrer 9 Jahre angesammelt hatten. Dann strahlte sie mich an und schüttelte den Kopf. Bo, ließ sie vernehmen, was in diesem Land einer Verneinung gleichkam. You are first. Wenn es wenigstens eine Straße gäbe, die diesen Namen verdiente. Mit jedem Tag, den ich im Dreck vorwärts fuhr, war ich verblüffter, dass ich noch immer ein Fahrrad unter mir hatte. Mit 20 Stundenkilometern krachte mein Smike in badewannengroße Schlaglöcher. Der Beiwagen vollführte tollkühne Bocksprünge, wenn ein Stein oder ein Stück Holz unter sein Rad geriet. Auf den Abschnitten mit Wellblech wurden wir beide durchgerüttelt wie bei einem Schüttelfrost. Erst in Thailand besserte sich der Zustand der Wege. Hier hatte ich zudem keine Probleme mehr, etwas Essbares aufzutreiben. In Thailand scheint eine Hälfte der Bevölkerung permanent damit beschäftigt zu sein, für die andere zu kochen. Was für ein Wechsel fand statt, als ich nach Thailand gelangte. Unmittelbar nach der Grenze begann die Zivilisation. Und nach den Entbehrungen der vergangenen 2 Wochen sehnte ich sie herbei. Ehre sei den thailändischen Straßenbauern, denn sie haben ganze Arbeit geleistet. Gelobt seien die 5 Liter Wasserflaschen und die Oreo-Kekse, die ich ab sofort am Straßenrand kaufen konnte. Ein dreifaches Hoch auf den real existierenden Kapitalismus, der diese Errungenschaften ermöglicht hat. Dafür waren die klimatischen Bedingungen von hier an nur noch etwas für Schlangen und Insekten. Hitze. Schwüle Hitze. Hitze, die vom Boden aufsteigt, von den Hügeln herabkriecht. Hitze, die alle Poren der Haut öffnet. Hitze, die sich um einen legt wie eine Zwangsjacke. Hitze wie ein nasses Handtuch in der Sauna. Seit ich Bangkok verlassen hatte, waren die Umstände zunehmend tropisch geworden. Kokosnüsse fielen neben der Straße zu Boden. Linke Hand erstreckten sich kilometerweit Gummibaumplantagen. Mehrmals täglich ringelte sich eine Schlange die Straße entlang. Und meine Kekse teilte ich während mancher Pause mit Makaken, die aus den angrenzenden Wäldern gekommen waren. Bereits eine Stunde nach meinem Aufbruch aus Bangkok war ich schweißgebadet. Eine halbe Stunde später hatte sich das T-Shirt wie eine zweite Haut um mich gelegt. Es kam
kam mir vor, als zöge ich einen Streifen Schweiß hinter mir her. Dabei war es erst kurz nach 9 Uhr morgens. Mein Wasserkonsum war auf 8 Liter täglich gestiegen. Je weiter südlich ich kam, desto mehr Männer hatten etwas Rebellisches an sich. Herausfordernd schauten sie mich an. Die Frauen grüßten mich mit Augenaufschlägen. Ihre Kopftücher wehten im Wind, wenn sie auf ihren Mopeds an mir vorbeifuhren. Die Verkäufer bewegten sich zackiger als im Norden. Niemand verbeugte sich mehr, wenn er etwas sagte. Mit jedem Kilometer verlor der Buddhismus an Kraft. Das islamisch geprägte Malaysia kündigte sich an. Zumindest eine Sache, die ich von Nordthailand kannte, blieb hingegen gleich. In Deutschland stellt die Hupe eines Autos oder Motorrads ein Warnsignal dar, das eine akute Gefahrensituation anzeigt. In Thailand, das war mir bereits auf den ersten Metern in diesem Land klar geworden, ist die Hupe hingegen ein vielseitig einsetzbares Multifunktionsinstrument. Sie wird betätigt, um andere Verkehrsteilnehmer zu begrüßen und zu verabschieden. Ein thailändischer Autofahrer hupt grundsätzlich, bevor er überholen will, während er überholt und nachdem er überholt hat. Er hupt zudem, wenn er selbst überholt wird und generell vor, in und nach einer Kurve. Die Hupe dient auch gern als Blinker und als Bremsersatz. Und etliche Verkehrsteilnehmer, davon war ich täglich fest überzeugt, betätigen dieses Instrument, um sich davon zu überzeugen, dass das wichtigste Teil ihres Fahrzeugs noch funktioniert. Für einen Rikschisten ist es vor diesem Hintergrund nicht immer leicht, sich gegenüber der motorisierten Konkurrenz durchzusetzen. Dennoch hatte ich Südostasien am Ende, nach 3.500 Kilometern Rikscha-Fahrt, intensiv und auf meine eigene Weise erforscht. Es war das ambitionierteste Vorhaben gewesen, das ich je in die Tat umgesetzt hatte. Immerhin besaß ich zu Hause nicht einmal ein eigenes Fahrrad. Eigentlich bin ich ja gar kein Radfahrer.